Aktuell welcher Skin ich aktuell einfach nur feier. So unendlich feier, weil seit ich den gesehen habe, Leute, war ich in dem mehr oder weniger verliebt. Sorry, Frau. Komm, ich komm noch zu dir. Du bist Platz 1. Alles gut. Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu einem Fortnite Top 10 Ranking der besten Skins in diesem Spiel. Wir gehen mal 10 geile Skins durch. Und 10 geile Skins heißen hier, dass es nicht unbedingt seltene Skins sein muss. Die Seltenheit hat hier überhaupt keinen Einfluss. Es geht einfach nur darum, dass sie richtig geil aussehen, dass man sich dabei geil fühlt, dass sie eine geile Optik haben, geile Effekte, geile Rucksäcke, alles halt gut zusammenpasst, gute Farben und so weiter. Und daraus halt ein ziemlich geiler Skin entsteht. Leider sind in diesem Spiel inzwischen schon so viele Skins, also so massiv viele Skins, dass man eigentlich gar nicht sich mehr auf 10 Skins beschränken kann. Deswegen seht das nicht als eine ultimative 10er-Liste, wo ich sage, nur diese Skins sind geil und alle anderen nicht, sondern es ist so ein Stand aktuell, mehr oder weniger. Ich könnte noch 3 weitere Videos rausbringen mit noch 10 anderen Skins, die ich genauso geil finde. Also seht es einfach nur als 10 geile Skins, die ich mehr oder weniger jetzt so zusammengefasst habe. Ich habe auch versucht, aus jeder Seltenheitsstufe, sowohl episch, grün, blau und legendär, habe ich versucht, so ein bisschen durchzumixen und damit das alles ein bisschen fairer ist und damit auch alle Seltenheitsstufen abgedeckt sind. Deswegen seht ihr schon hier, es ist nicht unbedingt immer nur die geilsten, beziehungsweise die seltensten Skins oder nur die legendärsten, sondern es gibt auch viele geile Skins, die blau oder episch und so weiter sind. Bevor ich mit der Liste anfange, Leute, es würde mich mega freuen, wenn ihr mich in diesem Spiel als Creator einträgt und wenn ihr noch den Abo und die Glocke aktiviert, damit wir noch die 500.000 dieses Jahr knacken. Nur noch ein Monat vor uns und wir haben noch knapp 40.000 Abonnenten vor uns und das ist viel. Für einen Monat ist es verdammt viel. Aber selbst wenn wir es nicht schaffen, nicht schlimm, es ist trotzdem ein mega geiler Meilenstein, wie den wir dieses Jahr geknackt haben. Aber mal schauen, wie nah dran wir kommen und deswegen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann tut es. Oder wenn ihr mich als Creator einträgt in diesem Spiel, wenn ihr euch irgendeines dieser Skins kauft, weil der Creator-Eintrag fliegt auch automatisch alle 14 Tage raus. Denkt dran, dass ihr den immer wieder einträgt, sonst unterstützt ihr keinen YouTuber, nicht nur mich, sondern auch alle anderen YouTuber, die ihr dort einträgt. Und beachtet, Leute, es ist meine Liste, es ist meine Meinung ist mit eurer Meinung nicht übereinstimmen, deswegen schreibt mir runter in die Kommentare, welche Skins feiert ihr aktuell? Skins ändern sich und der Geschmack ändert sich ja auch, es läuft ja alles mit der Zeit, coolere Skins kommen raus und deswegen wechselt man immer so ein bisschen die Skins, die man gerade geil findet oder nicht, deswegen schreibt man gerade eure aktuelle Liste, was ihr gerade so geil findet, runter in die Kommentare. Nummer 10. Fangen wir mit Platz Nummer 10 an und dann machen wir mal einen grünen Skin, der es auf jeden Fall verdient hat, weil er von dem Design und den Details, die er hat, auf jeden Fall einen sehr deutlich höheren Seltenheitsgrad verdient und das ist der Patch Patroller. Der Kürbisskin, der zu Halloween rauskam, sieht jetzt vielleicht für viele nicht so krass aus, aber man muss bedenken, es ist ein grüner Skin. Die meisten grünen Skins haben eigentlich gar nicht mal so viele Details und da sind meistens nur ein Recolor von den No-Skins. Der hat aber auch sehr viele No-Skin-Elemente, keine Frage, aber trotzdem mit seinem Hut, seiner Maske und den ganzen Kürbissen auf der Schulter als Band, hinten auf dem Rücken und so weiter. Da kommen eine Menge Details zusammen, die diesen Skin halt für einen grünen Skin halt mega detailliert machen und noch eine kleine Gabel auf den unteren rechten Fuß. Und dafür, dass es einfach so ein günstiger Skin ist, mit der Menge an Details und der Optik, die dabei zusammenläuft, ist dieser Skin schon mal ein ziemlich aufwendiger Skin, der locker eigentlich die blaue Stufe verdient hätte. Nummer 9. 9 geht für mich an den Sushi-Chef. Eines der blauen Skins, die ich auf jeden Fall ziemlich feier, weil die auch eine Menge geile Details mit sich bringen. Von Holzbeinpanzern und ein Stirnband auf dem Kopf. Einen geilen Rucksack. Für einen blauen Skin hat er einen wirklich geilen Rucksack, mega detailliert, wo sogar die Laterne hin und her wackeln, wo ein Sushi-Stand hinten drauf ist. Wer Sushi liebt, na, sowieso geil. Aber das ist nicht mal der einzige Grund. Wie gesagt, da kommen Details zusammen, die für einen blauen Skin gar nicht mal so üblich sind. Für lange Zeit waren blaue Skins recht schlicht gehalten und hatten auch sehr viele No-Skin-Elemente und der Sushi-Chef hat diese Tradition mehr oder weniger so ein bisschen gebrochen, hatte als erster blauer Skin im Shop, nicht im Battle Pass, ich weiß, die blauen Ritter hatten auch einen Rucksack, aber der erste Skin im Shop, ein blauer Skin, der einen Rucksack hatte und hat von da an quasi einen Meilenstein gesetzt für blaue Skins und der Rucksack ist auf jeden Fall lohnenswert, dann kommt noch die Schärpe vorne dran und vor allen Dingen dann diese Holzschuhe, die hier unten dran haben, diese typische Holzpantoffeln, die die Japaner mal tragen und die ganzen Samurais, die haben bestimmt einen eigenen Namen, könnt ihr mir ja mal runterschreiben, wenn ihr wisst, wie die Dinger heißen, haben bestimmt irgendwie japanischen Namen, diese Holzpantoffeln. Ah.
Platz Nummer 8 geht wahrscheinlich an den unscheinbarsten Skin, aber für mich ist das in schwarzer oder auch Bullseye genannt. Ich finde, für einen grünen Skin, dafür, dass es ein kompletter No-Skin ist, fast von oben bis nach unten, ne, bis auf den Helm auf dem Kopf, finde ich, ist es trotzdem ein ziemlich geiler grüner Skin, muss ich sagen. Die Farbpalette ist einfach on point. Diese Farbpalette zwischen grün, diesen tarngrünen und dann diesen dunklen lila, dunkelrot, burgunderrot, was auch immer das für eine Farbe ist, mit der Zielscheibe auf der Brust und dann noch diesen roten Haaren. Das ist eine Farbpalette, die harmoniert verdammt, verdammt gut und gibt den Skin auf jeden Fall einen ziemlich coolen Look. Aber das Beste an dem ganzen Skin ist natürlich dieser Helm. Dieser Helm mit den geilen Details, mit den Patronen dran, mit der Brille und der Schlaufe, die runterhängt und so weiter. Das fügt gibt den ganzen Skin einen wirklich nice Militär-Look und für einen grünen Skin aber auch ziemlich interessante Optik. Es ist schwer zu beschreiben, aber dieser Skin ist halt, obwohl es gar nicht so viele Details hat, obwohl es so schlicht ist, schlichter als der Patch-Patroller, schlichter als der Sushi-Meister, hat dieser Skin einfach dieses gewisse Etwas, weil das halt einerseits schlicht aussieht, diese Farben super zusammenpassen und dieser Militär-Look auf dem Kopf auch einfach einen ziemlich coolen Feeling gibt und von den No-Skins halt ziemlich auch, sag ich mal, ein gewisses Etwas hat. Nummer 7. Der nächste Platz geht für mich an Cloaked Star, der Ninja. Das ist unser erster mehr oder weniger Ninja-Skin, ne? Eigentlich moderner Ninja. Aber ein eher schlaksiger Skin, aber das macht diesen Skin halt so besonders, weil er doch deutlich schlaksiger ist als die meisten anderen Charaktere. Mit Cyberbeinen, ja, wo Roboter-Elemente dran ist, mit Armpanzer, mit Stacheln dran und einer coolen Maske, die aussieht wie ein Visier oder sowas. Also leuchten die Augen noch innen drin. Und der Skin ist schon ziemlich, sag ich mal, detailliert designt und hat natürlich auch wieder diese geile Farbkombination zwischen Gold und Schwarz, Leute. Gold und Schwarz ist immer, es ist Esquisimore Farbkombination. Das ist einfach nur lecker. Diese Farben gehen immer. Die Farben gehen immer. Egal welcher Skin, diese Farben gehen immer. Es gibt so Farbkombinationen, die gehen einfach immer. Rot, Schwarz, Blau, Gold oder Schwarz, Gold. Das geht immer. Das ist fast einfach super. Naja, und dieser Skin auf jeden Fall sieht anders aus als fast alle anderen Skins. Eben wegen diesem schlaksigen Look. Wegen diesem Ninja-Look mit der Haube oben drauf. Besitzt leider keinen Rucksack. Dafür, dass er ein epischer Skin ist und keinen Rucksack hat, ist halt zur heutigen Zeit nicht mehr so ganz aktuell. Eigentlich haben fast alle epischen Skins heutzutage einen Rucksack oder brauchen einen Rucksack. Wenn selbst sogar blaue Skins einen Rucksack haben, ist das ein bisschen verkehrt, dass ein lilaner Skin keinen Rucksack hat. Deswegen Minuspunkte in der Sicht, aber trotzdem ein richtig nice designter Skin. Gerade die Beinpartien mit den, hier Prothesen oder was auch immer da dran sind, Cyborg-Bein, wirkt dieser Skin auf jeden Fall sehr Science-Fiction-Ninja, so ein Science-Fiction-Ninja-Typ-Style. Was auch immer. Nummer 6. Der 6. Platz geht für mich an einen Recolor, aber nichtsdestotrotz finde ich, ist es der beste Recolor und das ist der Royal Bomber. Der PS4-exklusive Skin, den man nur für PlayStation 4 erhalten kann, hat für mich einfach nur die beste Farbkombination von all diesen Piloten-Skins, sage ich mal. Davon haben wir ja schon jetzt mehrere. Einmal haben wir da den Raptor-Skin, das war der erste. Dann den Havoc-Skin von dem Twitch-Skin, dann den Royal Bomber, das ist der hier. Und jetzt noch der von dem Bibba-Set, der Deep Freeze-Bundle, haben wir noch diesen Winter-Skin. Das sind so diese vier Piloten-Skins, die alle immer ziemlich ähnlich aussehen, beziehungsweise das gleiche Modell haben. Lange Zeit war Raptor der einzige davon und war einfach ein komplett exklusives Modell, aber jetzt verbreitet sich das. Aber von diesen vier ist der Royal Bomber in meinen Augen einfach der beste von der Farbpalette, von der Pilotenbrille, von der Mütze, der Militärmütze und hat einfach diese geile Farbkombination zwischen Blau, Gold und Schwarz und das ist einfach nur, wirkt einfach nur geil, es ist eine geile Farbkombination, dafür, dass der Skin dann auch ein bisschen exklusiver ist, weil es nur in einem Bundle vorhanden ist. Ist auch natürlich hat einen gewissen Seltenheit, aber trotzdem kann man den bekommen. Nummer 5. Platz Nummer 5 geht für mich an eines der neuesten Skins und auch an einen blauen Skin. Auf dem 5. Platz einen blauen Skin. Unvorstellbar gewesen eigentlich, aber der Badland, das Ödland-Set, hat es einfach rausgerissen. Gibt sowohl im männlich und weiblich und die Details an dem Skin hätten locker episch oder nicht sogar legendär verdient, finde ich. Ne, die ganzen Beine, hier Armpanzer, Schulterpanzer mit dem Stacheln dran, die Maske, die Haare sind komplett anders, an den Händen sind Stacheln dran und so weiter und da auch an den Knieschonern sind Stacheln dran, Granaten an den Hüftschwung und dann Kabelschläuche, die hin und her führen. Der weibliche Skin ist auch nochmal nice designed. Hat einen Rucksack, sowohl der weibliche als auch der männliche Skin. Und für einen blauen Skin für 1200 V-Bucks ist das einfach nur ein gutes Paket mit super geilen Details, mit einer Menge Details, mit einer Menge Accessoires dran, mit einem Schal und auch wo die Farbpalette wieder stimmt. Und das verdient für mich in meinen Augen den 5. Platz. Es sieht einfach nur geil aus und es lohnt sich. Nummer 4.
Jetzt wird's langsam spannend, leider kommen wir zu Platz Nummer 4. Und bei Platz Nummer 4 kommen für mich die Rabenskins. Der männliche und der weibliche. Wobei der weibliche hier für mich der deutlich bessere Skin ist. Boah, aber der männliche braucht sich da komplett nicht zu verstecken. Beide sehr, sehr ähnlich von der Optik. Also ziemlich ähnlich. Es geht eigentlich nur hier fast um die Figur und die Accessoires, die man dabei bekommt. Und da gewinnt halt die weibliche. Die Flügel sind deutlich, deutlich besser von dem weiblichen Skin als der Käfig. Wobei der Käfig auch geil ist und mit vielen Skins kombinierbar ist. Aber der weibliche Skin kriegt halt noch diesen Falleffekt. Den Falleffekt, der bisher der einzige legendäre Skin ist, der mit einem Falleffekt im Shop ist, ne? Und das verdient für mich einfach nochmal das i-Tüpfelchen über dem männlichen Skin, auch wenn der männliche Skin einfach noch diesen extra Krieger-Look hat. Der sieht richtig böse breit aus, wie ein Schrank und richtig mysteriös. Die weibliche ist natürlich etwas graziler und, sag ich mal, zierlicher, logischerweise. Aber trotzdem sieht die auch recht böse aus und viel mehr wie ein Rabe, muss man sagen. Also, ne, dieser eher schlankere Look gibt dem Ganzen eigentlich einen viel besseren Rabenlook als der männliche Rabenskin. Männliche Rabenskin sieht einfach nur böser aus. Sieht böser und mächtiger aus. Und ihr seht es schon, beide Skins deutlich den Platz verdienen. Die Farbpalette ist geil. Lila, schwarz, passt super zusammen. Leuchtende Augen, Helme, die Handschuhe und so weiter, die aus Metall bestehen. Überall Federn, Accessoires, sowohl an der Hüfte, Armen, hier Gelenken. Bei dem männlichen Skin nochmal am Kragen. Das macht den Ganzen nochmal ein bisschen besonders. Ich nenne ihn mal Rock, mir fällt ja gerade der Name nicht an, die auch aus Federn bestehen, wackeln, wenn man springt und läuft und gibt dem ganzen Skin einfach so viel Dynamik und so eine Optik und auch eine Menge Details, auf die es ankommt, damit dieser Skin einfach nur geil aussieht. Nummer 3. Die letzten drei Plätze, Leute, und jetzt wird es richtig knusprig. Also diese Skins, die haben einfach mal die Optik... Boom, ja, mal 10. Als diese Skins rausgekommen sind, sind die Leute, die sind ausgerastet, weil die einfach so genial designt waren. Da war der Hype einfach schon extrem, ähnlich wie schon beim Rabenskin. Der Hype auf dem Rabenskin war schon hoch. Diese Skins hatten den nochmal drauf gesetzt. Und auf den dritten Platz kommt hier mal die Valkyrie und der Ragnarok Skin. Wobei ich die Valkyrie hier nochmal eine Stufe geiler finde als den Ragnarok Skin. Denn beide kommen aus dem Vorboten-Set, sowohl weiblich als auch männlich. Das sind einfach nur zwei Varianten, aber die weibliche hat einfach noch diese leuchtende Augen, diese Haare, die runtergehen, diese Beinpanzer, die aus Schwertern bestehen. Erinnert mich volle Kanne an Game of Thrones. Also so richtig 100% an Game of Thrones. Und als Game of Thrones Fan feiere ich sowas einfach nur ultimativ. Und die Details an diesem Skin ist einfach nur, da kann man einfach von oben nach unten runterrattern. Es gibt einfach so eine Menge Details. Sowohl männlich als auch weiblich haben die da einfach eine phänomenale Anzahl. Von kleinen Knochen, Seilen, Verzierungen, Knöpfe, Schnallen und, sag ich mal, Lederbänder und Leuchteffekte, Stacheln, überall Schwerter dran, Eiselemente bei einem weiblichen Skin und. Also wirklich eine Menge Details. Sowohl die Haare sind nochmal zusammengeflochten. Einfach nur... Menge Details und für im Vergleich zu anderen legendären Skins ist das einfach nur ein mordsgeiles Design. Und vor allen Dingen, wenn du diese Skins spielst, bist du mächtig. Du fühlst dich mächtig, weil du einen starken Krieger hast. Du spielst einen Charakter, der dabei auch wirkt, als ob der gerade auf dem Schlachtfeld dazugehört und nicht wie ein knauschiger Kuschel-Teddybär, der gerade ein bisschen rumhoppelt und Spaß hat. Nichts gegen die Kuschelspieler. Nummer 2. Platz Nummer 2 geht für mich immer noch an eines der besten Skins und das ist Drift. Drift war der Season 5 Skin und als der bekannt wurde, wie der aussah, die Leute sind ausgerastet. Dieser Skin sah einfach nur so brutal geil aus. Schwarz-Gold, Leute, die Farbkombination, ihr wisst Bescheid, diese Kombination funktioniert einfach immer. Und dann noch dieser lilaner Ton, pinker, rötlicher Ton, ja, pink, er geht Richtung pink eigentlich. Und dann diese Leuchteffekte auf der Stufe 100, sieht einfach nur so, exquisite. Also wirklich ein richtig geiler Skin und du fühlst dich, für Anime Fans sowieso das Geilste. Du fühlst dich einfach wie aus einem Naruto-Anime rausgerissen und denkst, du kannst gerade über die Map flitzen und irgendein Kamehameha raushauen, weil du einfach so aussiehst, als ob du der richtig mächtigste Badass auf dieser ganzen Karte bist. Als legendärer Skin hat er leider keinen Rucksack. Obwohl das ein legendärer Skin ist, hat er keinen Rucksack, aber sein Rücken mit dem ganzen, mit der Schriftzeichen oder dem Tori-Tor da hinten, wirkt auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr edel mit den Blitzen, die dann noch rauskommen. Ja, wirklich. Ein richtig geiler Skin. Ein bisschen schlichter als der Ragnarok-Skin, aber in meinen Augen diese ganze Farbkombination plus noch diese Blitze, diese Leuchteffekte geben dem Skin nochmal dieses i-Tüpfelchen drauf. Nummer 1. Ja, so viele geile Skins haben wir schon bearbeitet. Wer könnte bloß auf Platz 1 sein? Die meine Videos schauen, die wissen aktuell, welcher Skin ich aktuell einfach nur feier. So unendlich feier, weil seit ich den gesehen habe, Leute, war ich in dem mehr oder weniger verliebt. Sorry, Frau, komm, ich komm noch zu dir.
Du bist Platz 1, alles gut. Aber wo ich diesen Skin gesehen habe, dachte ich mir nur, der ist aber nur mächtig. Und der Shogun ist ein breiter Schrank. Es ist der breiteste Skin, den du in diesem Spiel kaufen kannst. Von der Optik her halt einfach so diese dreifache Masse von jedem anderen Skin. Er wirkt einfach breit, er sieht ultra böse aus, er sieht so aus, als ob er schon hunderte Schlachten gewonnen hat. Aber ja, wo sollen wir beim Shogun einfach nur anfangen? Mega geiler Kopf, diese böse Shogun-Maske mit zwei Hörnern obendrauf, mächtige Schulterplatten mit sehr vielen Details und mit sehr vielen Nieten und Seilen wieder versehen. Ein Brustpanzer mit Verzierungen dran, mit zwei, sag ich mal, Talismane oder was auch immer darunter hängen. Und dann noch diese Hüftpanzer, Beinpanzer, der einfach nur mächtig aussieht. Also der ist nochmal Wukong-Skin, nochmal eine Stufe drauf. Und dieser Skin ist einfach nur mächtig. Der Rucksack, wenn man schon den Rucksack dazu nimmt, ist man gefühlt nochmal 10-mal breiter. Man ist nochmal 10-mal breiter. Der Skin ist so breit, du brauchst 3 Monitore dafür, um diesen Skin zu spielen. Aber da sieht man einfach nur, was für ein mächtiger Krieger man damit ist. Shogun, badass, 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 badass. Wie sieht es mit euch aus, Leute? Was sind eure Top 10? Schreibt mir runter in die Kommentare. Und vergesst nicht, ein Abo und die Glocke zu aktivieren und das Video mit euren Freunden zu teilen. Würde mich freuen. Und wenn ihr mich als Creator in diesem Spiel einträgt, wenn ihr irgendwas dieses Skins kauft. Und gebt mir Flosse. Flop.